Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Minecraft. Schönen Dienstag soll euch gewünscht. Ich denke, ihr habt auch so noch heißen Temperaturen wie ich in Hamburg oder ihr habt Unwetter, weil Unwetter gibt es auch teilweise in Deutschland und hier ist es ziemlich heiß. Oh, eklig. Also überhaupt kein Streaming-Wetter. Und zurzeit bin ich auch so ein bisschen demotiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie, fühle mich irgendwie so leer mit meinen Ideen, mit meiner Kreativität. Deswegen weiß ich nicht, wann es den nächsten Stream geben wird. Vielleicht streame ich morgen, unangekündigt, mit dem Spargel so ein bisschen. Habe ich mit ihm schon gerade drüber gequatscht. Und ja, wie gesagt, das kündige ich nicht an. Vielleicht morgen, vielleicht auch erst übermorgen, mal schauen. Aber ihr werdet jeden Tag jetzt eine Folge Minecraft bekommen, nicht zwei. Eine Folge, 15 Minuten. Ich hoffe, das ist erstmal in Ordnung, weil ich muss erstmal wieder neue Ideen tanken, neue Kreativität tanken, weil irgendwie bin ich ausgelutscht. So, und da ich so ausgelutscht bin und keine Lust habe, irgendwas zu bauen oder unkreativ bin, was zu bauen, weil es dann eh nur Scheiße wird, werde ich ein bisschen in hier die Erntemaschine jetzt ein bisschen, also einmal hier alles abernten und nachpflanzen. Dazu werde ich mal mein Inventar aufräumen, oder? Ist, glaube ich, besser. Oh. So. Ja, wie gesagt, das bringt ja nicht so viel, wenn es zur Zeit so unkreativ. Dann weiß ich nicht wirklich, was ich bauen soll, denn. Dann gefällt es den anderen nicht, dann gefällt es mir selbst nicht, dann. Nee. Irgendwie die Luft raus. Mal ein bisschen warten wieder und ein bisschen Kreativität tanken. So, Werkzeuge. Ich brauche jetzt erstmal keine Werkzeuge, die packe ich erstmal alle hier rein. Schwert kann ich behalten, falls Monster kommen. So, was Tiere droppen, habe ich noch ein bisschen was mit. Obsidian habe ich, glaube ich, gerade im Inventar gesehen. Ja, genau. Was Tiere droppen. Haben wir hier einmal und Fleisch können wir hier unten reinpacken. Wir haben zwar unten eine Gammelfleischkiste, aber dem hier zu faul hinzurennen. Cleanstone, Cobblestone, Cobblestone. Cleanstone, Redstone. In die Werkzeugkiste packe ich mal den Crafting Table rein. Eine Lore. Eimer kann auch in die Werkzeugkiste. Bett kann. Da erstmal auch rein. Guck mal, hier eine Schaufel brauchen wir nicht. Holz behalte ich. Das räume ich mal alles nur nach oben, was ich gerade eh nicht so brauche. Was zu essen kann ich hier unten behalten. So. Wie gesagt, bis eine Erntemaschine abernten. Und ich habe so eine kleine Idee, was ich als nächstes bauen möchte. Das habe ich schon mal gebaut und das möchte ich gerne hier jetzt bauen demnächst. Aber dafür müssen wir ganz schön viele Materialien beschaffen. Und das werde ich dann wahrscheinlich mit Spargel im nächsten kleinen Stream machen, nicht im großen. So. Hole ich mir schon mal Weizensetzlinge raus. Zack. Dann kann das wieder aus. Haben wir überall Weizen gerade? Ne, zweimal Kartoffel, zweimal Weizen. Ne? So, dann können wir das Feld auch noch anschmeißen. Und dann gehen wir mal nachpflanzen. Und das wird gleich Nacht, ne? Oh, ich hasse Nacht. Lohnt sich ja fast gar nicht mehr. Aber das Zeug am Rand immer aufsammeln. Komm, machen wir nur das erste Feld, dann gehen wir erstmal wieder schlafen. Das Blöde ist ja auch, dass man halt hier im Stream, man kann sich halt nicht irgendwie frei entfalten mit der Kreativität. Das ist ja auch, man wird auf die Finger geguckt die ganze Zeit und kritisiert und obwohl noch gar nicht wirklich viel steht. Man kann nicht so viel testen, das ist das Problem. Das wird viel zu lange dauern alles. Deswegen kann ich nicht viel rumprobieren. Ich kann nicht aufbauen, abbauen, da noch was ändern, da noch was ändern. Das wird alles zu lange dauern, dann sind die Leute gelangweilt. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Deswegen kann ich hier nicht so viel probieren. Die anderen Leute, die hier drauf sind, die können so ein bisschen rumprobieren und denen wird nicht auf die Finger geguckt. Vor allem sind es ja nicht nur die Stream-Zuschauer, die mal auf die Finger gucken. Dann kommt ja auch mal so ein Janik vorbei und guckt die ganze Zeit zu oder so ein Jaya und steht dann die ganze Zeit da rum. Ja, das ist ein bisschen nervig. Das weiß ich nicht. Das engt mich so ein bisschen ein in meiner Kreativität. Deswegen vergeht mir da gerade so ein bisschen die Lust drauf. Kann man ehrlich mal sagen.
Da macht es mir eher mehr Spaß, wenn ich dann auf meiner eigenen Welt so ein bisschen baue, wo mir keiner auf die Finger guckt, wo ich ein bisschen rumprobieren kann und wo ich mir auch Zeit lassen kann, dann auch beim Bauen. Aber hier hat man so einen Druck, so einen Zeitdruck und so einen Erfolgsdruck und ja, denn die Reaktionen in den Kommentaren sollten mir egal sein. Eigentlich sollte ich aber weiterbauen, so wie ich das möchte, aber ist mir dann doch nicht egal. Dann höre ich da doch schon gerne drauf und möchte ja auch gerne, dass die Leute sie mit einmischen können, aber da wird man halt in seiner Kreativität ein bisschen beschränkt. Und wie gesagt, das Schlimmste ist halt der Zeitfaktor, ne? Man kann sich hier halt nicht so viel Zeit lassen. Ich habe dann selbst auch so einen Druck und denke mir immer so, wenn ich jetzt zu lange an so einem Haus baue und zu viel rumprobiere, dann wird es langweilig auf Dauer. Dann brauchst du wieder viel zu lange. Ich könnte auch einfach drauf losbauen, irgendwie Materialien nehmen, drauf losbauen. Könnte mir scheißegal sein, was andere sagen oder mir zugucken. Aber dann wird es im Endeffekt für mich wieder nicht schön. So. Restaurant bin ich nicht 100% mit zufrieden. Ich hätte da noch vieles gerne geändert, aber das wäre dann wieder viel zu viel Arbeit. Da ist ein eigener Perfektionismus auch noch mit dabei, der einen da mehr dran hindert. Wenn man damit sich selbst auch wieder unzufrieden ist, wenn man zu schnell baut und. Wie gesagt. Bibliothektechnisch habe ich jetzt selbst mal bei mir auf der Welt ein bisschen rumgetestet, wie ich die Bibliothek bauen könnte, sodass ich im Vorhinein schon mal ein paar Ideen sammeln kann und ein bisschen kreativ sein kann. Da hätte ich schon vielleicht so ein, zwei Ideen für. Aber ich habe irgendwie zurzeit keine Lust zu bauen. Deswegen erstmal so eine kleine Pause vom Let's Stream Minecraft, vom Hauptstream. Deswegen werde ich jetzt mit dem Spargel dann wahrscheinlich demnächst erstmal ein bisschen aufnehmen. Mal gucken, ob noch jemand anders mit Lust hat, da mitzumachen, mitzumischen. Und dann erstmal nur eine Folge täglich. Weil ich will mir das Let's Stream-Projekt ja auch nicht aufzwingen. Das soll mir ja weiterhin Spaß machen. Ich möchte ja nicht gezwungenermaßen streamen. Oder irgendwas bauen. Das macht ja auch keinen Sinn, weil dann ist die Luft irgendwann komplett raus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Weil wenn man sich zuerst etwas zwingt, dann geht der Spaß irgendwann komplett verloren und dann hat man gar keine Lust mehr. Und das merkt man dann im Stream, das merkt man mir dann an. Und dann macht es gar keinen mehr Spaß. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter so ein bisschen Materialienbeschaffung. Und ich habe auch überlegt, die Wege so ein bisschen schöner zu gestalten. Ein paar Bäume und so Naturland, also ein bisschen Naturarbeit, dass die Häuser alle mit Wege verbunden sind, dass alles so ein bisschen System hat, verschiedene Straßen hier gibt. Oder Wege, besser gesagt. Straßen braucht man da nicht bauen, hier gibt es ja keine Autos. Aber sowas hätte ich dann auch noch gerne gemacht. Und bis dahin kann ich mir dann im Kopf oder auf anderen Maps, die ihr nicht seht, mir ein bisschen Kreativität aneignen, mir ein paar Ideen holen, was ich denn in Zukunft noch so bauen möchte. Finde ich eine gute Lösung, um erstmal aus dem Zwang etwas zu bauen, von dem Zwang etwas zu bauen, wegzukommen. Weil ich will nicht, dass es zum Zwang wird. Ich will, dass es beim Spaß bleibt. Wie gesagt, das große Rumprobieren, das große Rumwerkeln und Ausprobieren und neu abreißen, neu bauen und sowas, das kann ich halt hier nicht im Let's Stream bringen. Will ich nicht. Könnte ich machen, klar, aber. Nee, das wird zu lange dauern, weiß nicht. So. Weil ich auch gerne mal so neue Gebäude erschaffe, so weiß ich nicht, so was Neues gern probiere und ein bisschen rumteste und so. Aber meistens wird es am Anfang noch nicht schön und dann muss ich halt vieles wieder korrigieren, wieder neu machen, wieder ersetzen, dieses Material mit diesem Material ersetzen und so weiter und so fort. So. Weizen haben wir erstmal genug gepflanzt. Da können wir gleich mal wieder ein bisschen was rausholen, dass sie Broten machen. Aber erstmal werde ich gucken, ob die Tiere überhaupt noch genug Weizen haben. So. Währenddessen kann das letzte Feld auch noch abernten in Ruhe. Mann, ist das warm, Leute. Und auch deswegen hätte ich jetzt sowieso noch nicht gestreamt. Wegen der Wärme. Oh ja, die haben genug Weizen hier. Dann können wir den Rest hier zu Brot verarbeiten.
Crafting Table war hier hinten. Die würde ich auch mal irgendwie besser einintegrieren hier. Der steht hier so doof in der Ecke. Essen. So ein paar Ideen habe ich auch noch, die ich gerne bauen würde, aber ich traue mich dann halt nicht anzufangen, weil ich wieder Angst habe, dass es dann zu hässlich wird. Deswegen lasse ich das erstmal noch sein. So, dann machen wir das Feld mal aus. Und dann nehmen wir uns mal alle Kartoffeln mit. Außer die giftigen natürlich. Schade, dass man mit denen noch nichts machen kann. Die sind irgendwie noch total unnütz. Jetzt zieht sich das gerade hier zu in Hamburg. Was los? Gibt's jetzt Gewitter? Ich muss doch gleich noch einkaufen gehen, verdammt. Hoffentlich nicht. Drück mir die Daumen, dass ich trocken bleibe. Beim Einkaufen. Ich würde auch gerne diese kleine Farm hier abholzen, damit man hier den Weg so ein bisschen rumziehen kann um die Baumschule. Da müsste man halt einen neuen Platz suchen. Falls ihr eine Idee habt, ab in die Kommentare. Allgemein, wenn ihr Ideen habt, immer in die Kommentare damit. So. Und GTA habe ich auch noch ein Problem, das kann ich euch auch noch erzählen, falls ihr an der GTA, an den GTA-Folgen interessiert seid. Ich streame jetzt schon ein bisschen länger nicht GTA. Erstmal, weil so die Luft ein bisschen raus ist von den Wallrides und alles. Aber zweitens auch, weil mein Controller rumspinnt. Und zwar mein R2-Knopf, wenn ich den voll durchdrücke, wird nicht mehr zu 100% erkannt. Also ich gebe nur noch irgendwie Halbgas oder Dreiviertel Gas. Und die anderen ziehen mir einfach maßlos davon. Da kann ich mit T20 fahren, der die größte Beschleunigung hat im Spiel. Und da überholt mich dann Kuruma. Und ich habe das mit Spargel getestet in so einem Beschleunigungsrennen und er hat mich hier mit jedem Wagen abgezogen. Wir sind mit genau exakt den gleichen Wagen gefahren. Und ich höre das auch, wenn ich den Gas gebe vom Start, dass mein Auto nicht kontinuierlich Gas gibt, so sondern immer so gerade deswegen, wir haben letztes Mal eine Spielliste gespielt und ich habe hier kein einziges Rennen gewonnen. Ich habe keine Chance. Ich bin dann am Anfang die Kurven besser gefahren, konnte so meine Kontrahenten überholen. Aber dann kam die lange Gerade und da sind sie einfach an mir vorbeigezogen, als wäre ich, weiß ich nicht. Das ist ganz, ganz schlimm und das frustriert mich dann nur, wenn ich da jedes Rennen nur verliere. Das ist nicht mal schön. Deswegen, unser neuer Controller kostet dann auch 60 Euro. Ich natürlich auch nicht so die Lust, direkt einen neuen Controller hier zu kaufen. Und Enderman macht mir alles kaputt hier. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, wenn man dann immer langsamer ist als die anderen und dann jedes Mal verliert deswegen. Ich habe noch einen anderen Controller, da ist das Problem aber, dass der alleine nach links lenkt. So, auf einer geraden Strecke kann man das gut korrigieren, aber stell dir mal vor, ich fahre da mit einem Wallride. Und dann lenkt er alleine nach links, nach oben sozusagen oder nach unten, je nachdem, in welchem ob beim Uhrzeigersinn geht oder nicht, der Wallride. Und ich kann keine Kartoffeln setzen. Achso, ja, gebratene Kartoffeln kann ich natürlich nicht pflanzen. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, da würde euch auch die Lust vergehen, wenn ihr wisst, ihr seid langsamer und werdet die ganze Zeit überholt und habt eigentlich kaum eine Chance zu gewinnen. Außer ihr habt sau viel Glück und die anderen kriegen die Wallride nicht richtig und ihr schafft das gleich beim ersten Mal. Denn ja, aber ansonsten wird das ziemlich schwierig. Jo Leute, die Zeit ist gleich vorbei. Wenn die Aufnahme beendet wird, werde ich auch aufhören, hier weiter nachzupflanzen, oder? Ne, ich werde es noch zu Ende pflanzen, AFK. Also offscreen, damit das weiter wachsen kann. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall ja morgen bei der Folge und vielleicht streame ich ja morgen. Ihr bekommt ja eine Nachricht, wenn ihr mir gefollowt habt, kriegt ihr eine E-Mail auf Twitch. Link in meiner Videobeschreibung, wie ihr wisst. Aber das wird dann eher ein bisschen langweilig, weiß ich nicht. Wir werden uns ein paar Themen vielleicht ausdenken, ein bisschen über Themen quatschen und ein paar Materialien halt beschaffen, die wir brauchen. Wenn ihr zuguckt, wisst ihr vielleicht schon, welches Projekt wir nachbauen werden. Das haben wir schon mal auf einer anderen Welt gebaut. So Leute, die Zeit ist gleich vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Macht's gut. Ich hoffe, ihr genießt noch das Wetter, wenn es bei euch noch schön ist. Ansonsten, wie gesagt, macht euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen wieder hier auf dem Kanal. Jo Leute, das war's eigentlich. Haut rein, bis morgen. Tschüssikowski. Ciao, ciao.